höchste Klasse des Tages, die kleinste Klasse im Feld und macht sich stark bereit. Der Feldjäger, hier ist der nächste Starter. Und der dort mitbekommt, Typ auf 4 mit einem Testbull, Bremswagen. Und wurde einen kleinen Sieg leichter gemacht. Der stand bei 98 Meter. Ja, kein optimaler Bull, aber trotzdem ein bisschen leichter gemacht. Und Feldjäger, Florian Walter, ein 3,5 Tonnen Sportklassentraktor, der eigentlich in einer noch kleineren Klasse unterwegs ist. 7 Meter, 5 Ballangriff. 800 Meter fest, macht sich stark bereit in der Nähe von Grimmen. Wir sind, zu Hause, die Feldjäger Jungs, zwischen, genau gesagt, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, ganz oben an der Nordsee, ein Nordseekind sozusagen, angereist hier zum Liga Race des Nordens in Grimmen-Helsen-Kessel. Bremswagen etwas leichter gemacht, wie eben bei Tudor 4. Er macht sich als nächstes stark bereit. Wir sind in der Seminar Optik gelandet, die vermeintlich kleinste Klasse des Tages macht sich startbereit. Der Motorhead-Fan und dementsprechend die viele Musik auch ein bisschen rockiger hier bei Ross Sassel und seinem Blutwandel. Schauen wir mal, ob er uns den nächsten Full-Pull zeigt mit seinen knapp 1200 Wettkampf-PS. Thank you.
fliegt über die 100 Meter Marke. Full Goal! 98 Liga 98. Der Jero Sanders startet weiter links im Feld. Geht er vorbei am Bußball. Kann er eventuell mal die Gewinn angreifen? Das ist die große Frage. Startfreigabe für den nächsten Lauf in dieser Klasse. Ja, das ist der Schöner.
Auf den Auto, 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 auf den Auto
bekannt für Stelle für Punkt, ist der Ziel der zweite im Finale in der Nase. Zu bieten hat, Gekar! Aber wieder einmal rechts außen aus der Bahn hinaus.
weiße Linie mit beiden Fahrzeugreifen drüber. Ganz klare Disqualifikation. Meine Damen, heute kämpfen wir alle für die Orthodox. Habt ihr noch einmal einen riesigen Applaus für die Orthodox? Grimmen setzt neue Maßstäbe, in einer Reihe nicht so, in einer Reihe Körper, aber die taktische Stadt.